Servus und herzlich willkommen auf Interkult, der Insider-Blog für mehr interkulturelles Verständnis. Mein Name ist Philipp Grimm und heute möchte ich mit euch über Radarkontrollen in Jordanien sprechen. Das ist ein interessantes Thema. Die Staatskassen in Jordanien sind leer, so wie in vielen anderen Ländern hier außenrum. Und man versucht wirklich an allen Ecken und Enden mit allen Möglichkeiten Geld einzutreiben. So zum Beispiel auch über die Radarkontrollen sind hier innerorts und auch quer durch die Wüste sind Blitzer installiert. Und diese Blitzer sind aber immer mit der Fahrrichtung installiert. Das heißt also nicht so, wie wir es in Deutschland kennen, dass man um die Kurve rumkommt und dann kommt der Blitzer und klack und er hat einen und Pech, da kommt das Ticket. Nee, diese Blitzer, die fotografieren einen von hinten. Das heißt, sobald ich den Blitzer sehe, habe ich immer noch die 200 Meter, die ich so Sichtweite hatte, plus den Zeitpunkt, wo dann der Blitzer tatsächlich blitzt. Also ich habe genügend Reaktionszeit, um zum Beispiel von 100 auf 80 abzubremsen und mich auf den Blitzer vorzubereiten. Jetzt die große Frage, warum blitzt man hier in Jordanien ausschließlich von hinten und warum nicht von vorne? Was ja sehr viel effektiver wäre. Ja, und das hat mit dem Grund zu tun, dass man das Gesicht der Frau bewahren will. Also man will auf den Fotos nicht erkennen oder nicht eine Frau ablichten. Man muss dazu sagen, dass die Blitzerfotos in Jordanien hier auf der Webseite der Regierung öffentlich gemacht werden. Das heißt also, jeder kann dann einsehen, wurde ich wann wo irgendwie geblitzt und kann diese Bilder sehen. Und da kam letztes Jahr auch eine Situation ans Licht. Ich habe ein Video über Verlobung und Hochzeit gedreht, das blende ich hier euch ein. Und auch die Zusammenhänge erklärt, also dass es nicht legitim ist, hier in einem muslimisch geprägten Land Frau und Mann vor einer Verlobung oder vor der Hochzeit sich gemeinsam in der Gesellschaft zu zeigen. Genau das ist aber auf so ein Blitzerfoto rausgekommen. Also Mädel hatte da einen Beifahrer im Auto, den dann die Eltern bei dem Blitzerfoto im Internet gesehen haben, den sie aber nicht kannten, und somit kam da was ans Licht, was eigentlich nicht ans Licht kommen sollte. Das heißt, man hatte da diese Beziehung aufgedeckt und es war eben noch nicht offiziell und es ist dann eben wirklich ein großes Problem für die Familien, auch für die beiden Beteiligten, also für den Jungen und hauptsächlich für das Mädel. Und deshalb sind die Blitzer in Jordanien immer so installiert, dass sie nur jemanden von hinten blitzen. Man nicht weiß, wer am Steuer saß, man nur das Kennzeichen sieht. Anders ist natürlich bei den Radarkontrollen, die der Polizist direkt in der Hand hält. Also der zielt einen drauf, macht kein Foto und hält einen dann einen halben Kilometer später danach an. Die gibt es genauso, aber das wird kein Foto gemacht und somit sind die legitim. Genau, das war jetzt wieder mal ein Insight aus Jordanien. Ich hoffe, es hat euch interessiert, hat euch gefallen. Wenn es irgendwas gibt in diesem Land, wo ihr sagt, ah, das würde ich gerne wissen, forscht da mal nach, dann würde ich da gerne ein Video machen, schreibt es mir in die Kommentarliste. Und ansonsten, ja, bis bald, ich bin jetzt raus. Ciao.